Ich habe auch noch zu viel Eisen. Okay, dann bauen wir uns jetzt hier mal. Wo bist du jetzt? LOL! Irgendwas ist passiert. Yo, meine kleinen Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von nicht Let's Battle, sondern Battle Let's. Ja, wir haben auf jeden Fall mal gegoogelt, was diese Twilight Glitch ist. Wir haben uns erstmal nicht, weil die Dinger machen 3 Herzen pro Hit Schaden, dann spawnen da irgendwie so Minions, kann man nicht killen. Ich renne jetzt rein. Man kann die Twilight durch Feuerkraft killen und wir haben keine Feuerkraft, also lass es lieber. Wir gehen da besser nicht rein. Und was ist, wenn wir in den Baum hier gehen? Und dann hoch und dann uns rüberbauen. Können wir von mir aus mal probieren, nicht dass das Ding uns dann abschießt. Ja, komm, lass mal. Komm hier. Wir finden hier eh keine Creeper, von daher scheiß auf alles. Hast du eigentlich schon Stranger Things 2 geguckt? Nee. Hast du überhaupt Stranger Things geguckt? Mach mal zu. Achso, das ist schon. So enttäuscht gewesen von der ersten Staffel und sneak dich beim Hochgehen. Du kannst sneaken. Oh, das gewalt. Da oben sind die Sterne. Hä, wird schon wieder Nacht? Ich bin richtig verwirrt. Nein, das ist durchgängig Nacht. Ja, aber ja, es ist schon 18 Uhr. 18 Uhr. Ist durchgängig Nacht? Ne, Mod. Es ist durchgängig dunkel, ja. Lol, ist mir noch nie aufgefallen. RIP. Pass auf, vielleicht erwartet uns hier oben der Tod. Ja, wir werden beide sterben. Aber das Gute ist, es ist halt nicht kein Standard-Minecraft, sondern du kannst hier auch noch was erleben, so. Entdecken. Ja, nur eine Staffel im Twilight Forest Mod hatte ich schon einmal gemacht. Ja? Ja, aber in der älteren Version. Also da war der, glaube ich, noch ein bisschen mehr verbuggt oder so. Ein bisschen komischer. Diese Staffel könnt ihr euch natürlich auch gerne auf meinem Kanal anschauen. Die ist sehr toll, Matti. Also bis hierhin geht die Mauer. Okay, also irgendwie. Ey, was für eine Mauer? Du meinst diese Partikel? Ja, ich glaub, genau. Das ist gar keine richtige Mauer, weil wir können nicht gehen. Aber da hinten ist ja auch schon gleich der Spawn. Was hältst du davon? Guck mal auf den Baum da. Der ist irgendwie ausgeleuchtet, oder? Siehst du den Baum da gegenüber? Ja, aber ich glaube, das sieht nur so aus. Das sind, glaube ich, diese Käfer. Das kann sein, ja. Weil ich dachte eben, dass da so ein Eingang nach draußen ist, aber das ist nur so ein Ast mit Blättern dran, okay. Ich dachte, da hat vielleicht jemand was gebaut. Ja, dann lass mal einfach jetzt mit Cobblestone darüber bauen. Aber so, wir bauen uns da so rüber, dass wir im Notfall auch schnell wieder hier auf den Baum über das Cobblestone können. Also nicht einfach so mit runterspringen, sondern auf der gleichen so einer Spitze rauskommen, okay? Mach du mal, cool. Ich weiß nicht genau, was du meinst gerade. Okay, also ich bin dafür, wir bauen ein bisschen tiefer darüber. Weißt du, was ich meine? Ja, mach einfach erstmal. Ja, ich mach. Ich hoffe, dass mich keiner abschießt. Und halt du bitte Ausschau, dass da keine Lich oder sowas kommt, die mich killt, okay? So, ich eagle jetzt natürlich mit meiner guten Erfahrung. Sag mal, was haben eigentlich alle gegen Gleichmitte? Also ich habe irgendwie so mitbekommen, dass er dann doch nicht mehr so bei dem läuft oder so. Gleich also was? Ist gleich was? Kennst du den gar nicht, ne? Nee, Digga, ich bin so wenig auf YouTube. Ja, ich auch, aber irgendwie hatte der doch voll den Hype als so Bed Wars Pro und dann, keine Ahnung, hatte immer so Videos gemacht. Ich hacke, dann, das war nur ein Prank und dann hieß es, glaube ich, am Ende, dass er doch immer nur gehackt hat. Keine Ahnung, ich blick da nicht durch. Also guck, so meinte ich das hier und ich bin dafür, ich verbreite, ich habe gar nicht mehr genug Cobblestone. Ich habe noch, Cobblestone? Ja, ich habe 65 noch. Verbreitere den, nee, komm einfach rüber und gib mir dann ein bisschen was. Weil ich oh, das ist ja alles verwenden. Voll mit diesem grünen Zeugs. Ja, ja. Oh, das ist ja, ekelhaft. Ja, geil, oder? Das ist richtig toll, da stehe ich drauf. Boah, Alter, ich habe Angst. Warte, hier. Weil man sieht voll schlecht durch sowas. Hier, 61 danke. Kabel. Danke, ist schon zu viel, den Rest kannst du wieder haben. Okay. Ich will halt nur so, ne, dass wir im Notfall schnell flüchten können, falls uns das Ding so richtig hart fistet. Twilight Lich, ach, dieses Twilight Lich ist wahrscheinlich irgendwo hier. Drin, ja. Drin. In irgendeinem Raum. Und wenn er uns entdeckt, dann sollten wir, glaube ich, schnell rennen. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich dachte, dass diese Mauer wird der Twilight Lich. Nein, das ist ein Viech. Okay, okay. Und eben, als wir an diesem Nebev oder wie das Ding hieß, das war wahrscheinlich, weil wir unter dem waren oder so. Ich check's auch nicht, da weiß der auch nicht. Wo bist du hin? Ich bin über dir. In allen Dingen. Achso. In allen Dingen, ja, genau. Oh. Ich trau mich halt echt nicht, da jetzt unbedingt reinzugehen. Ich habe zu viel Schiss. Und ich habe nur eine Holzsachs, aber egal, ich nehme die jetzt. Und ich habe noch 31 Eisen. Ich habe auch noch zu viel Eisen. Okay, dann bauen wir uns jetzt hier mal. Wo bist du jetzt? LOL! Irgendwas ist passiert. Hä? Ich kann hier nichts abbauen. Oh, oh. Ich kann hier nichts abbauen. Alles, was man hier abbaut. Dominik, wenn du irgendwas abbaust, dann. Wird das Ding aggressiv? Bau doch, versuch nochmal was ab. Nein, ich mach das. Der hat ein Buch in der Hand.
Nein, versuch, bau noch mal das, was ab. Das ist ein Kobold. Warte mal, ich versuche jetzt mal was abzubauen. Guck mal bitte, aber wie sich diese, guck mal bitte, wie sich die grünen Dinger verhalten. LOL, selbst wenn wir Cobblestone ab... Ach du Scheiße. Okay. What the fuck? Ja, das ist selbst wenn wir unser gebautes abbauen, geht es nimmer weg. Okay, tschüss. Was ist das? Guck mal, der Cube hier. Das... Was soll das? Warte, okay. Ich baue das mal. Das kann man abbauen. Man kann alles nicht abbauen, was in dem Cube ist. Jetzt check ich's. Ja, ja, klar. Jetzt habe ich's jetzt auch verstanden. Jetzt check ich's. Alles, was da drin ist, können wir nicht abbauen. Sprich, aber wir können das bauen. Ist also diese grüne Mauer. Ja. Ja, aber wenn wir irgendwie uns zubauen und das Ding da ist, dann... Dann sind wir am Arsch. Dann yeah. Leb wohl. Okay, ich bin dafür, wir gehen da nicht rein, weil... Aber das ist gut zu wissen, falls Gegner kommen, könnten wir die da irgendwie hinlocken und so komisch einbauen. Ja. Stell dir mal vor, wir locken die in so einen Raum und dann rennt einer von baut einfach zu. Fertig. Ich will, weißt du, was ich jetzt mache? Komm mit. Wo? Ich bin runtergegangen wieder. Warum ist eigentlich immer noch nicht Creeper-Zeit, ey? Ich will das ist schon wieder 0 Uhr. Ich die verfickte Stan machen können. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen jetzt von unten rein und dann da. Ich kann das so schlecht einschätzen. Alleine ich hab dich nur. Oh, mach, tu's nicht. Ich seh dich nur so an mir vorbeifliegen und dann auf einmal. und sneak dich. Hey, wie baust du dich denn jetzt raus? Hä? Durch den Eingang. Dann auf die. Okay, wir lassen es einfach offen. Komm mit. Wir gehen da nicht mehr in die Nie, bitte. Doch, komm. Nein. Komm. Ich will nicht. Du brauchst jemanden wie mich in deinem Team, sonst sind deine Folgen langweilig. Jetzt ohne Witz, wenn uns das Ding sieht, ne? Sind wir gefickt. Ja, wir sehen das ja nicht mal. Ja, ich will jetzt bitte einfach Schwarzpulver damit. Ich will doch nur dich standern. Marcel, wo bist du? Ich bin rausgerannt aus dem Ding. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Oh, ich habe einen Kobold mit einer Enchanting. Junge, ich höre irgendwas. Wenn jetzt Gegner kommen, ich habe Notes of a pointy on a pointy tower. Ey, Marcel, wieso I have begun nicht? Examining the strange aura. Ich bin immer noch bei dem Baum, wo wir eben waren. Weil da ist Obsidian mit so... Hä? Wir sind noch... Bist du da hinten? Ja, da bist du. Ach da. Ich hab ein Buch, Da ist so ein Obsidian-Ding. Ich wollte hier unten was abbauen und dann kam mir so ein Goblin entgegen. Und der hat mir ein Buch gegeben. Aber da kann man noch ein bisschen was abbauen. Okay, komm einfach mit, das ist so ein Obsidian-Ding. Ich will wissen, was das ist. Hat der Gegner da hingekommen? Da stand er schon mal da. Und das ist die Illuminaten? Du, ich will mal ganz kurz das Buch lesen. Ich have begun examining the strange aura surrounding this tower. The bricks of the tower are protected by a curse stronger than I've seen before. The magic from the curse. Wow. Also da steht eigentlich nur, dass wir das Ding nicht abbauen können. Cool. Da steht aber nicht, wie wir es umbringen können. Nee, ich hab so, den Block. So ein Leitfaden, ich hab den Lapis-Block. Hier. Ah, ja, cool. Danke, will ich nicht. Lass mal nach Creepern suchen. Ich will doch endlich nur Stan-Munition oder so was. Ich glaube, wir finden hier oben keine Creeper. Ach, wir können ja mal kurz zu dem Baum hier rüber gehen, wo du meintest, der war ausgeleuchtet. Ich glaube, der ist doch nicht ausgeleuchtet. Wir können doch das gucken, sterben wir doch nicht. Ja, du bist so eine Muschi. Nein, die werden... Ich will doch nur die Stan, dann fühle ich mich schon tausendmal sicherer. Ja, das Ding ist... Wir brauchen Schwarzpulver. Ja. Das finden wir wahrscheinlich nur in der Höhle. Also bei Creepern. Aber warum sind hier so wenig Creeper? Nö, hier ist nichts. Okay. Ja, dann lass mal jetzt eine Höhle suchen und Creeper fahren, okay? Wo kam jetzt, wo hast du jetzt den Damage gekriegt? Fallschaden. Achso. Höhle? Geradeaus? Da ist ganz komisch. What the fuck? Da sind. Da oben ist da was. Da sind, ne? Lilane Steine. Ich geh da mal hin. Aber vielleicht ist da auch so ein verzaubertes. Da oben ist auch so eine Art. Wir sollten aufpassen. Es gibt hier wohl irgendwo so ein saurer Regen. Ja, ich weiß. Bäume verstecken man. Ja, wenn wir da reingehen, dann laufen wir halt. Also irgendwie stirbt man hier. Das sieht nach. Guck mal, der Regen da, der sieht irgendwie anders aus als sonst, oder? Da drin ist auch. Alter, das sind so ganz komische lilane Steine. Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Ach so. Aber die kannst du abbauen. Da drin sind auch blaue Bären. Also abbauen kannst du die Steine. Ich geh jetzt mal in den Regen. Oh ja. Okay, das ist der saure Regen. Alles klar. Warte mal, stopp. Was? Die sind hier irgendwo. Ja, ach was. Dann ist hier irgendwo. Hier. Warte mal, komm mal her. Hier unten. Sollten uns mehr sneaken. Komm her, hier unten. Da ist ein Zombie. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle und hier ist auch dieser lilane Stein. Aber, und Eisen. Also hier sind sie auf jeden Fall nicht drin. Ja, ich würde halt echt mal gerne Creeper töten, damit wir einfach
eine Sten mit bisschen Munition haben. Wenn die wir brauchen doch nur einen Schwarzpulver für den jeden Gegner wird es aber genauso gehen wie uns. Ja, aber vielleicht hatten die so. Wir hatten ja auch zwei Creeper und leider sind die beide explodiert. Drei insgesamt, ich hatte doch vorhin einen. Jawohl, Diamanten. Ja. Okay, die sind also nur unter der Höhle. In der Höhle. Ja, also auf jeden Fall, wenn er sagt, saurer Regen ist bei uns, dann muss er ja hier irgendwo, in der Nähe gewesen Biom. Sein. Aber jetzt ist der Regen wieder weg, dann lass jetzt einfach mal. Hä? Der Regen ist wieder weg? Ja, der ist weg. Der hat aufgehört. Nee, der ist. Du musst nur nah rangehen. Ja, das ist echt, also. Aber der echt das ist nur an einigen. Aber hast. Das ist aber ja, nur an einigen halt, Stellen, ne? Ich will einfach Schwarzpulver, ganz ehrlich. Wie viel Damage macht der? Ich hab nicht ein Herz verloren, aber ich hab Damage gekriegt, also. Okay, also auf Dauer ist das bestimmt nicht gerade gesund. Ja, ich denke mal, das lädt sich so auf, ne? Hm, aber hier muss irgendwo eine Basis von Gegnern sein jetzt. Vielleicht haben die noch gar keine Basis gebaut, aber irgendwo lungern die. Das kann aber nur hier in der Nähe da, sein. Da drin ist. Ja, wer weiß, wie groß das. Vielleicht gibt es noch so andere Regenbiome. Aber lass da mal schnell in diese Höhle reinsprinten durch den Regen. Ich wollte gerade sagen, lass mich mal vorgehen. Aber das sieht nee, so aus. Nee, das regnet durchgängig da drin. In der Höhle auch? Ja, wenn, geh doch rein. Du kriegst ja kein Damage. What the fuck? Das regnet da drin weiter. Au, au, au. Da ist ein Kobold. Da ist noch so ein Kobold mit so einer Info. Vielleicht steht, okay, da, vielleicht steht da auf dem Buch drin von dem, was, wie wir dem Regen aus dem Weg gehen können. Oh, wahrscheinlich Alter. Steht da einfach, der Regen hier ist sauer. Hast du mein Leben. Der Regen ist nicht salzig. Ah, oh, irgendwie bockt das gerade alles nicht so. Also ich glaube, aber wir können wir den Regen umgehen, indem wir uns so eine Decke bauen? So ein Regenschirm. Ja, ja, also indem wir halt über uns Blöcke bauen. Vielleicht können wir dann da rein. Ja, denke ich auch. Warte aber mal. Aber das ist doch scheiße, dann müssen wir in der gesamten Höhle immer so Blöcke bauen. Nee, da geht er durch. Echt jetzt? Nee, doch nicht. Doch. Boah, Alter. Doch, der geht durch, okay. Okay, wir gehen einfach weg. Ich will die, ach du Scheiße. Ich will die Notiz vom Kobold haben. Marcel? Bist du runtergefallen? Ins Wasser. Da ist der Kobold. Komm her, komm her. Ja. Komm her, Bruder, komm her. Ich will dein Buch haben. Ich will doch nur Schwarzpulver. So, warte. Also. Hä? Du, ach nee, warte. Karotte weg. So. There seems to be no way to protect myself from the toxic rainstorm surrounding this area. In my brief excursions, I have also encountered another protection spell similar to the others I have witnessed. The spell must be connected to the toxic storm in some way. Further research to follow. Such supreme weather magic must be the result of an unequivalent weather magician. Okay, da steht, es gibt einen Zauber dagegen. Also müssen wir uns vielleicht unsere Rüstung verzaubern oder so. Ja, oder einen Trank brauen. Digga, der Hase rennt hier einfach mal eiskalt hinterher. Oh, wie mein Kaninchen. Okay. Ich will aber auch nur Schwarzpulver. Warum sind hier nirgendwo Creeper? Also, meine Meinung ist immer noch, an der Oberfläche gibt es keine Creeper, wir müssen wieder nach unten. Ja, dann lass jetzt endlich mal schleunigst eine Höhle finden, die nicht mit Regen überschwemmt ist. Und nicht mit Mobs wie unsere eben, meinst du? Mit Creepern hätte ich kein Problem, nur mit solchen Mobs, die da waren, die waren ein bisschen nervig. Weil in unserer gab es halt auch fast keine Creeper. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal dahin zurück. Da hinten ist auch so ein Dorf. Da, irgendwas ist da gebaut, oder ist das. Nee, das ist nicht der Spawn. Folgt mir mal. Ja, ja, ich seh's. Ich komm. Ja. Lass mal kurz hingehen, vielleicht ist da was Schönes. Ja, wäre geil, wenn wir so eine Kiste finden, wo vielleicht ein bisschen was. Weil die anderen, die haben jetzt irgendwie schon Diamanten gefunden. Das sieht aus wie so ein Hexenhäuschen. Oh, das ist ein Spawner. Oh, oh. What the fuck? Oh, okay, okay, okay. Oh nein, du verhungerst jetzt, oder? Nö, alles gut. Ich bin vergiftet, aber ich ist schon vorbei. Okay, ja, aber die ist random lang, ne? Das Ding okay, schnell weg. Ich mag okay, den Folgenende, wir disconnecten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich Schwarzpulver finden. Tschüss. Ciao.